Ich stehe hier vom Bundestag, muss mich aber gleich auf den Weg machen zum Termin mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner im Bundesfinanzministerium. Da bin ich allerdings nicht alleine, sondern mit weiteren Finfluencern, wo es um das Thema geht: Aktienrente, Bürokratieabbau und finanzielle Bildung in der Zukunft. Und wir legen sofort los. Wir sind mittlerweile im Gebäude des Bundesfinanzministeriums und wenn wir jetzt hier zu meiner Linken reinschauen, dann sehen wir ganz viele weitere Finanzinfluencer und in ein paar Minuten geht es los, dann kommen wir nämlich rein zu Christian Lindner, zum ersten Part, zum Talk mit ihm und anderen Abgeordneten, wo es um das Thema Aktienrente, private Vorsorge, Krypto, Bürokratieabbau und so weiter geht und dann hat jeder von uns einen einzelnen Teil. Let's go! Hallo. Grüß hallo. 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 Ja, also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr die Einladung auch angenommen habt. Wir wollen gerne unsere Themen und unsere Anliegen präsentieren. Gleichzeitig wollen wir auch hören, wo drückt der Schuh, was kann man noch tun und naja, machen wir mal ein Experiment und schauen mal, ob es an Interessen gibt. Ich bin jetzt ganz überwältigt, dass es so viel Interesse gibt, weil wenn man jetzt mal alleine eure Reichweite addiert, das ist schon enorm. Herzlich willkommen also zu unserem ersten Finanzfluencer-Event hier im BMF. Ja. Jahrzehnte hier, Prozesse, die über Jahrzehnte etabliert sind, da sagt man nicht so eben mal ändern, sondern das braucht eben irgendwas. Kostet übrigens. Wie ist denn Weltkonferenz gemacht worden, die Grünen letzte Woche, niemand war absichtlich eine Mauer zu bauen. Das ist also genau hier. Ich kann also sagen, ich bin bald verrückt zu Christian Lindner, aber don't quote me on that, das war jetzt ein Gag. Lindner will mit der Rente zocken. Und auch aus dem Bundestag hört man dann, wir werden nicht zulassen, dass mit der Rente gezockt wird. Man hat ja gesehen, dass beim norwegischen Staatsfonds jetzt 14% verloren gegangen sind. Das konnte man wirklich lesen. Und da sieht man, wie wichtig finanzielle Bildung ist, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Denn entscheidend ist ja die jährliche Rendite über die vielen Jahre. Und da geht es eben natürlich mal runter, aber es geht da eben sogar mit professionellem Fondsmanagement kommt man weiter. Das, was Herr Dubowski hier gezeigt hat, das ist das, was manche von Ihnen und euch noch unter dem Namen Aktienrente kennen. Ich glaube, der Immo Tommy war der Erste. Und tatsächlich habe ich die Schlagzeilen auch gelesen, wo du torpediert worden bist wegen der Aktienrente, dass du ja zockst mit den Renten. Da habe ich mir als erst die Frage gestellt, ob das, was du bisher gehabt hast, nicht zocken ist, weil man sieht ja so auf den Straßen, was da passiert mit den Renten und wohin das führt. Und ich merke immer wieder, wenn wir so versuchen, irgendwelche Fortschritte einzuführen, dass wir es doch sehr schwer tun, so ein bisschen die Alteingesessenen immer so versuchen, so zurückzuhalten, sagen, nee, oh, der Lindner zockt mit der Rente und was weiß ich nicht alles. Und die haben ja perfekte Ergebnisse gesehen von anderen Ländern, die das ja par excellence schon seit Jahrzehnten machen. Und wie du auch schon gesagt hast, das musst du ja langfristig betrachten und nicht mit 3 Monaten oder einem Jahr oder 2 Jahren, sondern eben über 10, 20, 30 Jahre gesehen. Tommy, wir haben es in Deutschland auch. Weil die Leute, die zum Beispiel im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und keine Beamten sind, sondern Angestellte, die haben in der Regel eine betriebliche Altersvorsorge bei den sogenannten Versorgungskassen. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt, durchaus in deinem Sinne. Es ist nicht gefährlich, einen Teil der Altersversorgung an den Kapitalmarkt zu bringen. Gefährlich wäre in einer älter werdenden Gesellschaft, es nicht zu tun. Ich stelle heute vor, die Initiative Finanzielle Bildung, eine Initiative des BMF und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dass wir da mehr Geld brauchen.
zum jetzigen Zeitpunkt kann man auch noch nicht sagen, exakt wie viel. Aber ich werde mit dem zuständigen Haushaltsminister, der ich ja auch bin, intensiv in Beratungen eintreten, ob wir dann die notwendigen Mittel bereitstellen. Ich bin zuversichtlich, dass ich mich überzeugen kann. Der hat nämlich, also jetzt was berichtet, der hat nämlich gesagt, in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, genau, da hatten wir ein Schulfach Wirtschaft, das gab es an der Schule, und dann hat es jetzt einen Regierungswechsel gegeben, und hat der neue, oder die neue Schulministerin gesagt, das, was meine Vorgängerin gemacht hat, Schulfach Wirtschaft, das war so eine Idee von meiner Vorgängerin, das will ich nicht mehr weiterverfolgen. Und da habe ich während der Veranstaltung an den Kopf gefasst, weil das ist doch keine Sache von einer Partei, genau. Wirtschaftliche Bildung in die Schule zu machen. Das muss doch für alle sinnvoll sein, dass man junge Menschen nicht ins Leben entlässt, ohne einen Schimmer zu haben davon, was unterschreibe ich mit meinem Mietvertrag, auf was muss ich achten im Ausbildungsvertrag, macht es nicht Sinn, schon mal mit 20 Euro einen ETF-Sparplan zu machen oder so. So, wir haben jetzt den ersten Break und hatten gerade die Diskussion zum Thema Aktienrente, Vorsorge und natürlich finanzielle Bildung, was in Zukunft passieren wird und was in Deutschland passieren und was auf uns alle zukommen wird. Und jetzt gibt es hier eine kleine Pause, die ist dafür da, dass jeder einzelne Finfluencer, der heute da ist, gemeinsamen Content drehen kann mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, einschließlich mir. Und auf den Content, der dann da rauskommt, könnt ihr gespannt sein. Teaching Finance, was würdet ihr mit 10.000 Euro machen? Ich persönlich würde mit 10.000 Euro meine eigene. Was macht Steuerfabi mit 10.000 Euro? Was würde Versicherungen mit Kopf mit 10.000 Euro machen? Ich dachte tatsächlich, die letzten 10.000 Euro haben wir doch. Also, ich glaube, Ich glaube, Steuerfabi würde mit 10.000 Euro meine eigene Firma gründen. Ich würde jetzt muss ein Bild dabei sein, wo alle die Augen offen haben. Also, vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Wir haben So, das erste Finfluencer-Treffen in Berlin ist vorbei. Bin gerade raus aus dem Bundesfinanzministerium. War ein sehr, 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 sehr aufregender Tag. Wir haben gerade das Thema Aktienrente gehabt, Bürokratie, Abbau und natürlich finanzielle Bildung für die Zukunft, für die nächste Generation. Und wir haben auch ein paar Videos produziert gemeinsam, die ich auf meinen Socials rausknallen werde. Sei gespannt.